liebe Leserinnen, liebe Leser, Userinnen und User, der Mensch des Jahres. Tradition bei Profil, heuer haben wir es besonders spannend gemacht, weil es sind zwei geworden. Und es waren vier Autoren. Einer sitzt neben mir, Martin Staudinger, darüber hinaus noch Robert Treichler, Tina Göbel und Sebastian Hofer. Die anderen arbeiten schon am nächsten Heft und der Martin Staudinger hat nichts zu tun. Genau, ja. Ich könnte jetzt erzählen, warum es zwei wurden, aber mach du doch. Na, es war letztlich eine logische Entscheidung, die auf den ersten Blick ein bisschen unlogisch aussieht. Mhm. Wir haben ja da zwei komplett konträre Persönlichkeiten, Wladimir Putin und Conchita Wurst. Aber gerade aus dieser Unterschiedlichkeit ergibt sich auch eine Verbindung. Mhm. Die beiden... Gut-böse Mann-Frau. Gut-böse Mann-Frau. Ich würde sagen, zwei komplett diametral einander entgegengesetzte gesellschaftliche Tendenzen, die sich ja international bemerkbar machen. Wir haben auf der einen Seite eben Putin als Vertreter eines relativ engen Gesellschaftsbildes, nationalistisch, repressiv. Und auf der anderen Seite Conchita Wurst, die genau für das Gegenteil steht, für Internationalität, für Liberalität, für Aufbruch. Und die beiden bilden auch einen Konflikt ab, der sich international bemerkbar macht. Die Tatsache, dass Wladimir Putin auch schwulenfeindlich ist oder das zumindest zum Programm gemacht hat, ist in Wahrheit nur ein ganz kleiner Berührungspunkt, weil Putin darauf zu reduzieren, würde ihm nicht gerecht. Aber es ist natürlich ein Grund mehr, das zu machen. Das würde ihm sicher nicht gerecht, aber wie gesagt, auf der gesellschaftspolitischen Ebene ist es sicher ein Hauptgrund. Die Entscheidung für den Mensch des Jahres bei Profil ist nicht eine Entscheidung von Sympathie oder Abscheu, das muss man ganz klar sagen. Es ist eine Entscheidung, die sich nach dem Impact, nach dem Einfluss richtet, die eine Persönlichkeit auf die eigentlich große Tendenz der Weltläufe hat. Das kann alles Mögliche sein oder war es zwischen Tilo Sarrazin und Barack Obama auf der einen Seite, aber ich glaube, im ersten Jahr hatten wir Arigona Sogai. Sogai, das Mädchen mit den Rehäuglein, wie es die damalige Innenministerin Factor sagte. Also genau. Große Spannungsbreite, so wie in diesem Papandreou. Fall. Papandreou, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Es ist keine Frage von Gut und Böse, obwohl unsere Sympathien in diesem Fall natürlich doch relativ klar verteilt sind. Weniger bei Putin. Eher weniger bei Putin. Wobei wir ihn auch nicht dämonisieren wollten. Wir wollten in der Geschichte erklären, was ihn antreibt, was seine Motive sind. Mit einem gewissen Verständnis sogar. Also ein Verständnis dafür, warum er so vielleicht persönlich reagiert oder als jemand, der innenpolitisch denkt, persönlich reagiert. Verständnis dafür, warum es so ist, nicht Verständnis dafür, dass das jetzt gut wäre für das Fortkommen der Welt. Man muss kein Putin-Versteher zu sein, um zu verstehen, warum er etwas macht. Also man muss nicht Karl Schranz sein. Liebe Leserinnen und Leser, wir haben auch keinen Aufwand gescheut, das jetzt diesen Cover technisch auszuformen. Darf ich es nochmal zeigen in dieser Form? Man macht ihn zu, macht ihn wieder auf. Irgendwann mal reißt das alles ab und man braucht ein neues Heft. Wir wünschen frohe Feiertage, nein, noch nicht. Wir haben noch ein Jahr, nämlich noch ein Heft, nämlich den Jahresrückblick. Also wir wünschen noch gar nichts aus. Eine schöne Woche. Alles Liebe.